Insgesamt ist ja wohl das Geschäft mit Flüchtlingsunterkünften eine Lizenz zum Gelddrucken noch dazu, wenn es nicht ordentlich kontrolliert wird oder ordentlich kontrolliert werden kann. Und deshalb hat Stadtrat Kirchner ein Problem. Die Talstraße, Ecke Thule in Pankow. Hinter diesem riesigen Gebäudekomplex ist nicht nur das drin, was draufsteht. Denn wo eigentlich ausschließlich mit Autos, Genussmitteln, Spielwaren, Trödel gehandelt werden darf, sind seit Monaten auch Asylbewerber untergebracht. Und zwar illegal. Das ist ein Gewerbeobjekt und das ist überhaupt nicht für Wohnen geeignet. Die sanitären Verhältnisse, alles entspricht nicht mitteleuropäischen Standard und auch nicht genehmigungsfähigen Standard. Also das geht hinten und vorne nicht. Unsere Kamera ist auf dem Gelände nicht erwünscht. Sie muss auf der Straße bleiben. Doch wir erfahren im Vermietungsbüro von der Firma, dass hier zurzeit 80 Asylbewerber leben sollen, meist arabischer Herkunft. Zum Teil ist das Gelände aber eine Bauruine, sollte schon längst abgerissen werden. Uns werden Aufnahmen wie diese zugespielt, die die Betroffenen erlaubt haben. Viele Menschen schlafen in einem Raum. Die sanitären Einrichtungen sind katastrophal. Im Brandfall geht diese Feuerlöschanlage nicht mehr. Über die Treppen zu fliehen, wird für die vielen Menschen schwierig. Wäre das im Brandfall gesichert, dass die Leute da evakuiert werden könnten, dass da überhaupt gelöscht werden könnte? Also auf keinen Fall. Deswegen haben wir ja da auch reagiert. Deswegen gibt es ja auch die Auflagen, deswegen gibt es ja auch die Androhung, dass eine Nutzungsuntersagung stattfindet. Bis die Nutzungsuntersagung greift, so erfahren wir, rechnet man weiter beim Landesamt für Soziales und Gesundheit, kurz LAGESO, ab. Und das zahlt auch für jeden Asylbewerber bis zu 50 Euro pro Tag. Bei 50 Euro pro Tag mal 80 Leute wären es 120.000 Euro im Monat. Und das, obwohl das LAGESO angeblich nur bei gewerblich genehmigten Unterkünften zahlt. Das LAGESO verweist uns wegen einer Stellungnahme an die Senatsverwaltung. Und da heißt es, man würde sich kümmern. Weil wir recherchiert haben. Pankow ist jedoch kein Einzelfall, sagt der Flüchtlingsrat. Wir fordern, dass die Hostels regelmäßig kontrolliert werden, dass es Begehungen gibt und dass nicht Qualitätsstandards unterlaufen werden. Der Vermieter hat jetzt einen Bauantrag eingereicht und will seine Unterkunft umbauen und dann nur noch für 20 Asylbewerber. Die Baumaßnahmen seien im Gange, sagt er. Dieser Antrag wird gerade in der Behörde von Stadtrat Kirchner geprüft. Wo die Asylbewerber letztlich bleiben, soll sich nächste Woche klären.